zum Spiel am gestern gegen Kloster Sinsen. Ja, ich würde sagen, ganz eine gute Teamleistung. 60 Minuten im Gegenspiel, denke ich mal. Und ja, ich dachte, wenn sie bestanden und ja, die haben ganz gut aus dem Spiel genommen. Und ja, nach vorne haben wir unsere Chance in Überzahl genutzt. Und ja, dann haben wir es sogar gegen runtergespielt. Und im Vergleich zum Spiel gegen Füssen zu Hause, da hat es nicht so geklappt. Was waren denn die Unterschiede bei den beiden Auswärtsspielen jetzt? Ich würde jetzt sagen, wir waren, sind nochmal nach der Niederlage schon mal immer zusammengerückt als Mannschaft. Weil wir haben ja, waren wir alle hier eigentlich enttäuscht, so gespielt gegen Füssen zu Hause. Und ja, jetzt wollten wir einfach mal wieder ein positives Zeichen setzen, auch auf die Fans, dass wir dann auch auswärts gewinnen können. Und dann haben wir gegen Lengendorf, das war zum Vorsprung, noch über die Zeit gerettet. Aber jetzt gestern war es halt wieder eine gute Teamleistung und es ist halt ein großes Vorankommen, dass wir den Prozess wieder geschafft haben, also einen Schritt nach vorne zu machen. Gegen das Füßenspiel. Das ist ziemlich gearbeitet worden. Morgen das Spiel dann gegen Selb. Wie stark schätzt du Selb ein? Was können die Fans erwarten bei dem Heimspiel? Ja, auf jeden Fall ein Spiel für Spiel. Ist der erste gegen vierten momentan. Ja, die letztes Jahr selbst ist eine Top-Mannschaft. Und sie wieder Punkte mit Tom Siegler verstärkt und wenige Leute abgegeben. Und mit Markus Rebello auch und Spieler auch an den Vorwärts gestellt. Ja, es wird ein spannendes Spiel. Wir probieren dann zu reden wollen. Ja, das werden wir auch. Wenn wir zusammenhalten, klappt es. Super, danke für die Frage.